Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus der 70D. Ich habe mich aus dem Loch rausgekämpft und gleich mal ein paar Überraschungen breitgelegt, dass man da keine mehr reinkommt. Des Weiteren habe ich jetzt hier noch ein paar Ecken aufgebaut, wo die im Prinzip ein bisschen aufgehalten werden sollen, wenn sie kommen als Horde. Nachts. So. Kommen zumindest nicht alle zu mir, ne? Auf wir gehen fort. Jo, das war fertig, okay. Da sollen sie reingehen, an den Keller meinetwegen. So. Dann haben wir ein bisschen Zeit. So, in dem Haus waren wir, in dem Haus waren wir. Geh mich hier nochmal rein. Na, wir wollen ein bisschen Beschäftigung haben. Blutmodus ein bisschen Zeit, Munition ist oben. Boah, im Schatten hier, wieder erschrocken. So. Hier kam ich nicht rein, aber hier lacht mir schon wieder Dings an hier. Messing. Das ist eine eklige Furze hier. Ist aber schön, er sagt. Oh! Hat sich gelohnt. Tag. Ich möchte den Griff haben. Danke. Das war also aggressiv heute. Little Messing. Hab dich vorgewarnt. Oh. Oh. Bös, bös. So. Bin ein bisschen verletzt. Munition sparen. Na, das ist gefährlich. War gefährlich. So. Mir ist wichtig, dass ich die Bronze kriege. Alles andere ist ja nebensächlich. Damit großen Durst. Ich dachte, ihr habt schon alle Autos gelootet oder zerlegt. Auf Irrtum. Okay, dann gehen wir rüber. Munition herstellen. Das müsste dann heute reichen. Ein bisschen erholen muss ich mir auch noch. Heilen. Ein bisschen Ausdauer, bis was zu mir nehmen. Verspeisen. Ein bisschen Maisbrot. Zwei Omelettes braten, müsste auch noch hinkommen. Mäßig, also was da ist. Und dann bereiten wir uns mit Blutmond vor. Das heißt, Gepäck auffrischen, munitionstechnisch und was ganz wichtig ist, die Turrets, die da sind, die Munition muss ich mir bei mir nehmen.
Sobald die mal alle sind, dass man die aufwerten kann. So. So. Da sind wir. Da haben wir 184, da schmelzt nur noch ein. Aber jetzt muss man die 184 bereiten. Wieder hintern weh. Kurz vor 11. So, dann brauchen wir Schießpulver. Ja, dann reichen ja auch noch die 275. So kriegen wir gar nicht. Und Schießpulver. Ob wir die auch nehmen müssen, mal sehen. Öffnen. Gut, haben wir 1000 noch was, ne? Ja. Da haben wir auch schon 81, das ist gut. Das heißt, wir sind eigentlich gut ausgerüstet. Wenn wir gleich nochmal rausnehmen. Brauchen wir nämlich. Und ja, werfen wir raus. Höchste, dann haben wir schon Munition in Arbeit. Dauert 12 Minuten, müssen wir auch entsprechend in Kauf nehmen. So. Dann gehen wir hier zurück. Machen wir unser Gepäck leer. Das nehmen wir raus. Das dahin. So. Ja, kleiner Stein. So. Das ist ein Maschinengewehr, aber wir müssen eigentlich mit Munition sparen. Faser. Eingriff ist verkauft, das können wir noch behalten. Müsste ich auch noch welche haben irgendwo. Aber wo weiß ich nicht genau. So, das dahin. Gewehrteil runter. Und die dahin. Jetzt haben wir keinen Sand hier, ne? Schlecht. Schaufel, brauchen wir Mann. Die nehmen wir raus. Unten. Baumwolle. Rezepte. Fertigen. Gut, dann machen wir Tee. Können uns Erkältung nicht leisten. So, Kaffee ist auch mal ganz schlecht, gar nicht schlecht. So, Tee, dann schauen wir kurz, ganz kurz nach oben in unseren kleinen Garten. Ja, Wasser kriegst du gleich. Ja, dann Tee, Garten. Oh, das blüht und grünt alles. So. Kürbis. Ist der reif? Na. Am Mais ernten wir jetzt nicht, das werden wir nicht tun. Wir haben noch reichlich. Tee. Gut, haben wir Tee gekriegt. Gehen wir wieder runter. Hier ist ein Notfall, wo wir uns ja letzte Stelle barrikadieren können. Also für den Fall des Falles, dass die doch so weit kommen. Ne? So, nehmen wir Wasser raus und machen mal jo. Nahrung. Nahrung machen wir mal sehen. Da brauchen wir Holz. Macht da keine Nahrung. So, wir kochen erstmal roten Tee. Mit 23 nicht. Weiter mal 10 Stück aus. Dann kochen wir Kaffee. 10 reicht.
Dann kochen wir Blutentee. Gut. Reicht. Wasser raus. Wir haben noch Fleisch, das haben wir gleich. Blutentee trinken wir gleich. Wir haben noch Mais da, wir können da was zu backen, ne? Und wir haben noch Eier. Wir haben 4 Eier. Und wir haben ein bisschen Wildbret. Da werden wir uns gleich mal schön Bett mit Eiern. Die haben in sich, die haben viel Kalorien, da wird man gleich wieder geheilt. So. Nochmal gesalztes Fleisch essen. Und einmal Tee. Ja. Mit Nahrung heilen wir ein bisschen, ne? Wie sehen meine Werte aus? So. Wasser ist gerade im Plus, das ist gut. Und Nahrung und Ausdauer erholt sich gerade langsam. So viel EP brauche ich noch. Wahnsinn. 82 Meter, Tode 26, ja. So was essen, ne? Und was trinken. Aber dauert noch ein bisschen. So, was nehmen wir alles raus? Mal gucken, was unser Gepäck ein bisschen anleeren. Also, die kommt dahin. Kommt dahin. Sagt normalerweise nicht. Gewehr. Kann ich eigentlich verkaufen. Das Brett kommt ineinander. Stofffetzen, die kommt da auch wieder raus. Schaufel, Sand. Nehmen wir es mal raus, gehen wir unten rein, als Werkzeug. Maismehl kommt zum Fleisch und Kaffee dazu. Nächsten die Nahrungsmittel ein bisschen sortiert habe. Ja. So, dann nehmen wir Tabletten in unser Gepäck für den Kampf. Dann werden wir uns gleich noch mal ein paar. Ja. Verbände herstellen. Jetzt haben wir noch mal ein Stück, das muss da hinkommen. So, unsere können wir eine Kartoffel kochen zur Not. So, Tabletten haben wir. Der Band ist gerade aufgebessert. Nehmen wir zurück. Eisen reparieren. Reparaturen sind immer gut. Wasser nehmen wir jetzt mal nicht dafür. Also Wasser nehmen wir raus. Benzin können wir auch rausnehmen, aber nicht da rein. Benzin nehmen wir hier zurück. Hier haben wir noch. Das ist immer 10.000. Ich hatte mal richtig Probleme gerade mit Benzin. Das war knapp wegen Erdbohrer. Nun haben wir mehr als genug. Und 18 Uhr. So, was war noch Vorbereitung zum Blutmond, ne? Wir werden noch nicht die Folge das machen. Das schaffe ich das nicht. Das war nichts. Aber es rumpft schon. Ich hoffe, dass wir von hier aus nicht kommen. Na. Weil hier ist ungünstig. Gebe ich zu.
Aber hier müssen sie halt bergauf gehen und das ist für mich ganz gut, da kann ich sie gut erledigen. Nachts werde ich mal den Gamma wieder höher stellen. Also ich hoffe, dass er an der Fuzzi nicht kommt hier, unsere Spucke. Ja. Ansonsten. Oh, bedrohlich, 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 bedrohlich. Gut, gehen wir wieder rein. Wir können mal zur Schmiede gehen, gucken, ob wir Eisen herstellen können. Später machen wir die Tür noch zu, ne? So, was haben wir noch an Eisen drin? Viel. Und zwar. Wir werden mal ein bisschen rausholen. Und zwar aus dem Schmiedeisen. Gut, das läuft schon mal. Dauert zwar sehr lange, aber hier haben wir Zement drin gehabt. Und Stein. Obwohl, den brauchen wir erstmal nicht. Ich schau mal durch, ob wir so ein bisschen sortieren können. Können wir einschmelzen. Das auch. Können wir als Feuer nehmen. Dann kann die Schmiede nicht arbeiten. Hier. Dann kann er nicht arbeiten. Also ich muss dringend mehr Munition haben. Meine Freude wird es reichen. Aber irgendwann muss ich hier diese herstellen können. So. Scharfschütze, ja. Muss ich Buch haben. Ja, nicht alle Reihe, aber ich mal ein Buch hätte. Ja. Also mit dem Stahl ist es ein bisschen besser. Tja, was können wir noch machen? Eine Brente war noch gewesen mit, haben wir noch eine Öltüte? Ölfarbe, Öl. Was brauchen wir für Öl? Für Öl brauchen wir Dosen und Öltiefer. Öltiefer haben wir keinen mehr. Aber wir haben noch Öl. Schauen wir nach Öl. Da können wir Verbrandbomben herstellen. Öl. Öl haben wir da. Ich hatte eigentlich Gläser hergestellt. Kurz nachdenken, Benzin. Nehmen wir Benzin raus. Dann können die ja ganz gut M60 Maschinengewehr. Aber das Problem ist, die brauchen echt Munition, ne? Ja, aber Panzer reichen nicht unbedingt, aber wir brauchen echt. Ja, was? So, Molotow-Cocktail, hab ich wohl gesehen hier. Brennende Pfeile. Wo finde ich die? Gleich ein Labor. Batterie. Schießpulver. Medizin. Yay, Wissenschaft, ja. Wort bis. Ha!
Hier kriegen wir keine Hilfe. Dann muss es hier sein. Oder im Inventar. Ach, da haben wir doch hier. Jetzt brauchen wir noch genug Stofffetzen. Naja, gut, daran soll es doch nicht scheitern. Logisch, ne? Man muss hier irgendwo anzünden können. So, Leder. Stein. Kiefer, gut. Wir könnten auch noch Öl herstellen. Wir könnten doch noch Öl herstellen, also daran sollte nicht scheitern. Ach da. Nur 20? Wie denn da? Na immerhin 20, Gott, was soll's. Das andere haben wir weg. Sein hier Benzin gefiltert. Daran sollte ich scheitern. Öffnen, ne? 10.000, finde ich mal richtig schön. So, nochmal I. Tatsächlich Benzin gefiltert. Jetzt sind Öl alle. Na gut, das macht nichts. Na eh. Wollte was reinlegen. Benzin. Blei. Benzin. Gläser. Ach, nicht die Nase. Entschuldigung. Noch mehr zurückgelegt. So, machen wir kurz Pause nachher und mache ich kurz Gamma hoch und dass wir was sehen nachts und dann können wir hier entsprechend uns verteidigen. Ich könnte noch eines machen, ja, das ist Quatsch. Waffen reparieren. Oh ja, das ist gut. Gut, nochmal Waffe reparieren, ne? Man weiß ja nie, ne? Und dann können wir nochmal Dinge fertigen. Dann können wir die Dinge da reinziehen. Und dann Überraschung. Falls sie mal im Wagen drin sind, Feuer. Ja, das ist ganz gut, ne? Brennt nicht lange, aber immerhin, ne? Die Sonne geht rund unter, also der Mond. Der Mond ist aber anders aus. So, liebe Zuschauer, das soll's für die Folge gewesen sein. Ich melde mich sobald wieder, sobald es hinten ist. Dann sag ich mal tschüss und ciao. Danke fürs Reinschauen. Bis später. Tschüss.